Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19, hier auf der Map Nordfriesische Marsch, vierfach, in meinem Fall ohne Gräben. Ich bin mit meiner Shorty von der Test Area. Und ich wollte eigentlich, hatte ich jetzt vor zu spulen, aber da fiel mir auf, nee, du kannst ja noch gar nicht die Zeit vorspulen, musst ja hier noch ansehen. Und ja, bevor du ansehen kannst, benötigt das Feld noch Kalk. Ah, müssen wir uns da erstmal drum kümmern, ne? Das ist zum Kalken genau. Das ist genau der richtige zum Kalken. Ja, ich habe ja so ein bisschen aufgeräumt und sauber gemacht und repariert und da steht Kalk. Wir haben ja nur einen Bredal. Und das ist so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Ich würde ja am liebsten früher, also früher oder später möchte ich ja auf Flüssigdünger umstellen. Aber das geht halt im Moment noch nicht. Den Preda möchte ich dann mir vorbehalten als Kalkstreuer. Jetzt haben wir da Dünger drin. Okay, dann müssen wir den Dünger erst rausschmeißen. Und wenn wir den Dünger rausgeschmissen haben, dann können wir daneben sind die Big Bags mit Kalk. Ach, die stehen ja super günstig da, die drei Dünger Big Bags. Da muss ich ja wieder von Hand aufräumen hier. Naja, jetzt hauen wir erstmal Kalk hier rein. So, oh, mal gucken. Wir müssen auch gleich mal kontrollieren, wenn wir Kalk da drin haben, wie das dann mit der Ausbringmenge sich verhält. Oh, da muss ich wohl ein Stück näher ran. Das ist ja nicht das Problem. Ne, war doch richtig rum so. Ja. Nicht raussteigen. R. Wohl aussteigen auch. Ich muss mal hier den starken Bauern markieren. So, das ist Dünger. Den müssen wir hier an die Seite stellen. Der steht sonst im Weg. Und dann fahren die Autos da. Autos. Dann fahren die Traktoren, also die Fahrzeuge davor, wenn die auf dem Weg zur Waschhalle sind. Ne? Das wollen wir ja nicht. So. Eco 17 Mineraldünger. Der Bredal ist full of Kalk. Ich mach mal die Minimap zu. Drücke F1. Ausbringmenge. Aktuelle Ausbringmenge. 100 Liter pro Hektar. Tiefer geht nicht. Da können wir mitarbeiten. So, dann wollen wir mal ab zu Feld Nummer 1. Angekommen. Okay, wir müssen einen neuen Feldrandkurs erstellen für das Kalken mit dem Bredal. Klack, klack. Feldrandkurs ist ja auch nicht richtig. Feldkurs. Automatisch, was haben wir? 18 Meter. Ja, komm, wir machen wir eine Reihe überspringen. Bei 18 Meter. Ja, wir machen das. Eine Reihe überspringen. So, Vorgewende nehmen wir 2. Generieren. Bedenken, ne? Im realistischen Spiel, der Breda wirft Kalk nur 18 Meter weit. Mineraldünger ist dann wohl leichter. Das wirft er dann bis zu 30 Meter. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. So, Feld 01, Kalk streuen mit 18 Meter. Speichern. Klack. Ach, wir haben schon so viele Felder hier mit Kursen versehen. Das ist ja, also da waren wir fleißig. So, Kalk streuen, säen, schwaden, spritzen, düngen mit 30. Ja. Ja. Okay, erster Wegpunkt. Und dann, also Kalk werden wir dann auch eine Produktion machen. Irgendwann, dass wir Kalk selber herstellen. A, weil wir Kalk irgendwann immer brauchen. Und B, kann man auch Kalk für gutes Geld verkaufen. Und Kalk wird ja meistens nur aus Wasser hergestellt. Und Wasser gibt es oft gratis. Von daher
Das wird. Ja, hier stehen noch ein paar Stoppeln, da liegt auch noch ein bisschen Stroh. Aber so im Großen und Ganzen. So, 5488, 87, 86, 85 Liter Kalk. Mal gucken. Ich gehe davon aus, wir kommen das ganze Feld damit hin. Denke ich. So, wir können schon mal vorbereitend an den Starten hier die Sämaschine dranhängen und kontrollieren, was wir für die Sämaschine noch brauchen. Ich habe da Dünger liegen. Den brauche ich dann aber auch wieder für den Predal zum Nachdüngen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Sämaschine und Kalakalalik. Leute, das ist doch der Schwader. Wenn man nicht hinguckt. Das ist die Sämaschine. Hänge ich den Schwader dran und wundere mich, warum kein Dünger und kein Saatgut angezeigt wird. Oh, ist ja noch fast voll. Ja, also das sollte reichen für Feld 1. Schicke ich dich hin? Na, hier findest du keinen Kurs. War mir klar. Hier sind so viele Linien. So. Ja, jetzt haben wir 15:18 Uhr in-game. Das ist noch früh und wir müssen ja noch weiter Geld verdienen. Wir gucken mal, was wir so angeboten kriegen. Spritzen. Wir kriegen 10.000, wenn wir Feld 6 spritzen. Waren wir bei Feld 6 schon mal? Hier ist die 4. 2, 3, 4. Das ist manchmal so mit der Verteilung, ne? Hier ist die 5. Da ist die 6. Feld 6. Da waren wir schon. Das heißt, wir können den Kleinen eigentlich nehmen. Moment. Erst hier, bevor Vertrag akzeptieren. So. Wir haben ja die Spritze mit Unkraut Vernichtungsmittel. Und dann können wir das auch machen. Da gibt es 10.000 für. Und die 10.000 decken die Lohnkosten, gehe ich mal von aus. Und wir können davon wahrscheinlich auch noch Mineraldünger, Saatgut, Kalk, whatever, aufstocken. Oh, da ist nicht mehr so viel drin an Pflanzenschutzmittel. Riskieren wir es? Ja, wir riskieren es. Wir werden sehen. Feld 6. Fahr du mal. Gut. Der ist hier erst mit erster Vorgewinde. Der muss erst fertig werden. Was haben wir sonst noch? Sehen. Ja, sehen. Nein. Also See, Mission zum Ansehen. Nee. Nee. Ballenpressen ist auch nichts. Nee. Okay. Das war's dann mit Mission schon. Also Ansehen rentiert nicht. Sehe ich das so. Also so sehe ich das. Oh, wir müssen hier nach dem nächsten Schnitt einmal mit dem Schwader Ordnung schaffen. Seht ihr das? Und da wir jetzt große Felder auch haben, vielleicht sollten wir auch einen größeren Schwader kaufen. Das ist auch eine Mordsgrasfläche hier. Da könnte man auch. Naja, eins nach dem anderen. Erstmal ist viel wichtiger, dass wir das Feld 15 kriegen. Und dann ist aber auch, oh, wenn wir das Feld 15 haben, müssten wir auch schon sehen, dass wir an das Geld kommen für einen größeren Drescher. Naja, naja, naja. Jetzt erstmal eins nach dem anderen. Er ist bei Feld 6 angekommen und wir wollen mal schauen. Ich stelle den jetzt hier einfach mal mitten auf den Acker. So, wir müssen natürlich hier den Modus düngen und säen. Ist ja eigentlich nicht düngen, ist ja, ne? Pflanzenschutzmittel. So, Feld 6.
Was haben wir denn? 24 Meter Arbeitsbreite. Das lässt sich sehen. Wir haben ein ziemlich eckiges Feld. Das heißt, hoch runter ist in Ordnung. Zwei Vorgewände. Das sollte gut ausgehen. Ja. Es geht doch. Also. Feld 06. Feldspritze mit 24 Metern Speicher. Sortieren wir das auch ein. Wir haben noch kein Ordner Feld 6. Na prima. Feld 06. Wir haben da aber schon gearbeitet. Sonst hätten wir das Feld ja nicht angelegt. Ne? Ist so. So, jetzt haben wir das Feld 6. Auch bei Courseplay. Und dann gehen wir einen Meter zurück. Oder zwei oder drei. Erster Wegpunkt. Halt. F1. Ausbringmenge. Da auch 100 Liter pro Hektar. Das ist das Sparsamste. Ne? Abfahrer einstellen. Hier ist ja nur Unkraut drauf. Nichts anderes. Nur Unkraut. Meter ist schon, ja, das ist schon in Ordnung. So, 411 Liter sind drin, 410, 409, 408, 407. Ja, jetzt habe ich so gefühlt, bin ich der Meinung, wird das nicht reichen, was drin ist. Nee. Werden wir wohl zwischendurch noch mal los müssen, auffüllen. Glaube ich. Na gut, sehen wir dann. Wie läuft's hier? Wir bringen hier Kalk aus. Ja, also andere Missionen wären mir auch lieber, ne? Wo wir richtig Geld mit verdienen, aber sind im Moment nicht geboten. Der wartet hier, dass er ansehen darf. Ja, also ich lasse das mal ein bisschen laufen, alles jetzt hier. Und dann schauen wir gleich noch mal rein, wenn hier auch Bedarf wieder ist an Pflanzenschutzmittel oder der Kalkstreuer fertig ist, ja, oder so. Das Kalken ist fertig. Ja. Ja. So. Abfahrer entlassen. Wir bringen den mal weg hier. Jetzt müsste auch gleich hier im Moment die Meldung kommen, dass die Feldspritze leer ist. Von wegen, dass sie keinen Pflanzenschutzmittel mehr hat. So, dich lösche ich mal und dann gucken wir mal in den Ordner rein. Spritzenschwan sehen mit 9 Meter. Wir haben tatsächlich einen Kurs. Dass der richtige ist, der kann ja nur. Wir hatten ja bei der Feldänderung hatten wir alles rausgeschmissen, ne? So, Weizen, Dünger, alles klar. Weizen ist gut. Abfahrer einstellen. Erster Wegpunkt, ne? Da, Action hat Wartepunkt erreicht. Ach. Hier umstellen. Zack. So, wir müssen ja auf Düngen und Säen auch stellen, den Arbeitsmodus, ne? Sonst wird das ja alles nicht. Oh, mal gucken, wie lange das gute Stück dann braucht. 37 Minuten und 33 Sekunden, sagt er. Aber das ist, ja, das ist, kann man machen. So, Feldspritze ist leer. Wo willst du hin? Zu Feld 6, ach so. Nein, 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 nein. Abfahrer entlassen, Autodrive aus. Wir fahren mal eben hier voll tanken beim Fahrzeughändler. Genau. Ich habe was entdeckt. Das ist echt. Das ist Saatgut und das ist Mineraldünger. Habe ich hier noch rumstehen für die Sämaschine. Interessant.
Interessant. So, was ich jetzt aber brauche, sind IBC-Tanks mit Pflanzenschutzmittel. 2000 Liter, 2400 Euro. Naja, komm, wir brauchen es. So, zum einen mal, um unsere Mission damit abzuschließen. Zum anderen mal für unsere Felder später. Und auch wenn das jetzt halt eine Stange Geld gekostet hat, das ist am Ende nicht schlimm, weil wir kriegen ja nach Abschluss der Mission, ich wollte gerade sagen, nach Abschluss der Mission kriegen wir ja 10.000 als Missionsbelohnung. So, die Zähmaschine ackert. Bis der jetzt an Feld 6 wieder angekommen ist, muss ich von Kalk wieder auf Dünger tauschen. Da. Lohndienstleistung auf Feld 6 abgeschlossen. Sofort anhalten. Sofort anhalten. Pflanzenschutzmittel sparen. So, jetzt gibt es 10.670. Wir drücken aufs Knöpfchen und guckt euch an. Prupp. Per Knopfdruck alles weg. Alles weg. Ja, 1711 Liter sind das noch, die wir hier drin haben. Das heißt, wir haben jetzt zwischendurch einmal Pflanzenschutzmittel geholt. Und dann haben wir jetzt ein Plus gemacht von 8000 Euro. Wie sieht's denn hier? Ah, der Verschleiß, ne? Das ist ja immer so. Ach. Manche Fahrzeuge haben mehr Verschleiß als andere, so wie manche Gerätschaften mehr Verschleiß haben als andere. Das ist so ein bisschen ungleichmäßig. So, der steht hier drin und wartet. Der steht hier vor. Ja, da gibt es dann die Tage wieder richtig Silage zu verkaufen. Der ist noch fleißig. Der braucht noch 19 Minuten. Naja, okay. Die Zeit soll er auch haben. Das kriegen wir heute noch fertig. Werden wir das Ganze jetzt mal hier, soweit es geht, in Ordnung bringen. Reparieren. 72. Naja, ist okay. Reparieren. 42, auch okay. Gewicht lässt sich reparieren. Okay, nein, lässt sich nicht reparieren. Aber wir haben auch herausgefunden, beziehungsweise durch einen Hinweis aus der Community hat sich eine Erklärung gefunden, warum man Gewichte nicht reparieren kann. Also der Schaden oder die Bedeutung des Schadens ist so gering, dass man das Gewicht erst reparieren kann, wenn der Schaden einen Mindestwert von einem Euro hat. Solange der nicht erreicht ist, kann man den auch nicht reparieren. Ne? Naja, da muss ich noch ein bisschen mehr vor Laternen und Leitplanken und Bäumen fahren, bevor der Schaden am Gewicht oder der Verschleiß am Gewicht so groß ist, dass er den Wert von 1 Euro erreicht und ich ihn dann, ne, reparieren kann. So, die stellen wir mal eben weg. IBC-Tank ist hier nicht mehr. Nein, nein. Wir sind hier noch am Ansehen. 14 Minuten. Ach, du ahnst es nicht. Da muss ja noch gespritzt werden gegen Unkraut. Dann muss noch nachgedüngt werden. Dann ist das Feld ja erst fertig. Hei, 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 hei. Naja, gut. Aber ich glaube, das kann ich dann auch alleine machen. Ne? Jetzt machen wir erstmal das Ansehen fertig. Also nicht das Ansehen im Sinne vom Image, sondern das Ansehen im Sinne von Sehen von Pflanzen, von Saatgut etc. Ne? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Wie man sieht, auch mit dem Saatgut, es wurde knapp. Es wurde knapp. Aber wir sind fertig mit dem Ansehen. Aber jetzt guckt man sich mal die Statistik an, ne? 29,4, Gewicht 20,1, Traktor 6,8. Das ist, nee. Aber da wir jetzt komplett mit Ansehen fertig sind, müssen wir das jetzt alles erstmal in Ordnung bringen. So. Reparieren den Traktor für 130.
Die Sämaschine reparieren für 255. Und das Gewicht. Jetzt können wir das Gewicht reparieren. 1 Euro. Ja, seht ihr? Das muss sein. Ne? 1 Euro. Eher geht das nicht. Das war also ein sehr, sehr hilfreicher, nützlicher Tipp wieder aus der Community. So, ich habe hier noch Saatgut stehen und Dünger. Und ich werde das jetzt mal hier schon mal aufnehmen. Ich möchte, wenn ich die wegstelle, dass die halt voll ist. Ja, 167 Weizen. Wir brauchen 3000 Liter Weizen. Nicht Weizen. Saatgut. Da ist ja 1, 2, 3. Dadurch, dass wir die Mission gemacht haben zum Spritzen, haben wir jetzt natürlich auch das Glück, dass das, was wir jetzt hier ausgegeben haben, wir vorher natürlich verdient haben. Ja. So. Schön voll machen. Und dann packen wir sie weg, weil diesen Erntezyklus wird die nicht mehr gebraucht. Also muss die auch in einem ordentlichen Zustand sein. Wunderbar. Wenn ich dich jetzt zur Waschanlage schicke. Waschplatz. Muss ich noch mal kurz hier aufräumen. Das Saatgut wieder hier rüberschieben. Halt. So. Ja, Mineraldünger. Dass der hier noch rumsteht, ist gut. Den werden wir dann bei Gelegenheit auch noch abholen. Du stehst hier gut, du stehst hier gut, du stehst hier gut, du bist auf dem Weg. Der steht bereit, dass ich den nachher mit der Spritze losschicken kann. Okay, fast geschafft. Ist auch ein Schmutzfink, ne? Muss man ja sagen. Also die Sämaschine. Da ist das Schlimmste so. Hm. Dann komm mal her, Freundchen. Hallo, herzlich willkommen. Du wollen Autowäsche kaufen? Autowäsche kaufen? Ja, du wollen Autowäsche kaufen. Du genau richtig. Wir machen jetzt hier Autowäsche. Wir machen sauber den Traktor und die Sakitumisekni-Maschine. Alles schön wieder, dass das glänzt wie neu. So, das sieht doch gut aus. Das geht ja ruckzuck. Mit Schnitzschütter. Oder? Glänzt wie neu. Jo. So. Dann gibt es auch wieder keinen Ärger mit dem Dirk, wenn der das sieht. Und dass wir die so dreckig wegstellen, ne? Heidewitzka. Der schimpft immer. So, einpacken. Das wäre ja cool. Jetzt stellt euch mal vor, ihr könnt am Traktor hinten auf dem Kotflügel sind ja diese Knöpfe drauf, ne? Für die Bedienung hinten des Krafthebers. Ihr könnt da einfach so auf den Knopf drücken und der Traktor fährt ohne euch los und parkt sich weg. Das im Real Life. Also das wäre ja schon mal. Das wäre ja schon mal schön. Hör auf zu blinken. Komm in die Hufen. So. Ah, der Anhänger. Ja, wir machen. Der ist noch dreckig, weil der ist noch nicht fertig. Ne? Den müssen wir auch noch mal rauskramen. Der muss noch nachdüngen. So. Ja, prima. Kannst du stehen bleiben, bis ich dich wieder brauche. Sämaschine ist, welche räumt. Tolle Sache. Gut. Ja. Für heute war es das wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das mit dem Unkrautspritzen und dem Nachdüngen, das mache ich offscreen. Denke ich mal. Und dann sehen wir uns zum nächsten Erntezyklus wieder. Wenn wir uns die restlichen 250.000 verdienen für das Feld 15. Also so zumindest der Plan. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das war's wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen, bleibt mir gesund. Vergesst nicht, das Däumchen nach oben da zu lassen. Und für alle, die zum ersten Mal zuschauen, kostenlos abonnieren, bitte. Ich war bin und bleib der Shorty aus der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.